Hallo liebe Sportex-Freunde, heute bin ich mal in einer ganz besonderen Mission unterwegs und zwar möchte ich euch hier ein richtig schönes Sahnestückchen vorstellen und zwar die neue Sportex Tiburon. Das ist das 2015er Modell, wie gewohnt natürlich mit dem Helicore Blank, super leicht, eine richtig klasse Route und jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen was zu den einzelnen Bestandteilen und Komponenten. Fangen wir erstmal mit dem Griffteil an. Wir haben hier einen ergonomisch geformten High-Impact-Duplon-Griff, gefolgt von einem Fuji-Rollenhalter. Wir haben hier natürlich noch ein paar Fuji-Komponenten dran, wie zum Beispiel die Fuji-Hakenöse. Das ist eine abnehmbare Öse. Manche Angler möchten halt gerne eine abnehmbare Öse haben, weil einige das hier stört, wenn es halt im Blank verarbeitet ist. Kommen wir nun zum Blank. Wir haben natürlich einen Helicore Blank hier verbaut, der nochmals verbessert wurde. Dieser Helicore Blank, der ist jetzt auf Nanobasis aufgebaut. Durch diese Verbesserung besitzt diese Route, dieser Blank, eine Schnellkraft, die in dieser Klasse wirklich ihresgleichen sucht. Die Spitze ist unglaublich fein, zeigt somit auch wirklich feinste Zupfer an und dann kommt wirklich dieses extrem harte Rückgrat, wo man auch wirklich kapitalste Fische mit bändigen kann. Also dieser Blank macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Verbaut sind bei der Tiburon natürlich Sickringe. Wir haben also beim 2,70 Meter Modell 9 Sickringe verbaut. Es sind Anti-Drall, Anti-Tangle-Sickringe. Durch diese Form, die etwas leicht nach vorne gebogen ist, ist es quasi fast unmöglich, dass sich die Schnur beim Auswurf irgendwie mal dort rumwickelt. Dementsprechend läuft die Schnur unglaublich schnell, unglaublich weit und präzise durch diese Ringe und man kann sehr, sehr präzise Würfe mit dieser Route dadurch machen. Ja, also man kann halt mit dieser Route den Köder wirklich unglaublich weit und präzise werfen. Er beschleunigt tierisch durch diesen wirklich tollen Blank und man hat selbst auf weite Entfernung durch diese super sensible Spitze hat man ein ganz tolles Feeling und wenn jetzt weiter draußen ein Fisch den Gummi packt, dann ja, merkt er halt erstmal nicht so viel, weil die weiche Spitze wirklich oben schön die leichten Zupfer abfedert, man merkt es aber sofort durch den Blank und ja, kann dann anschlagen, hat dann dieses extrem harte Rückgrat natürlich als Bonus. Die ganze Range dieser Tiburon-Routenserie umfasst natürlich auch einen Ultralight-Bereich. Also wer auf Ultralight steht, der muss auf jeden Fall mal bei der Tiburon-Serie gucken, ob das Richtige für ihn dabei ist. Ansonsten das längste Modell 3,5 Meter, die hier, die hat jetzt ganz genau 60 Gramm Wurfgewicht, wobei Sportex natürlich wieder eine Toleranz von 35 bis 73 Gramm vorgibt. Also man kann wirklich eine schöne Köderpalette mit diesen Routen abdecken. Und wenn ihr euch für diese Route entscheiden solltet, wünsche ich euch natürlich super viel Spaß. Und ich kann euch versprechen, mit dieser Route werdet ihr ganz viel Spaß haben.